Hallo liebe Bastelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid, um mit mir gemeinsam was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigt ihr einen ausgewaschenen Milchkarton, ein Stück Küchenpapier, ihr braucht Tesafilm, Kleber, verschiedene bunte Filze, ihr braucht eine kleine spitze Schere, ihr braucht einen dünnen schwarzen Stift, ihr braucht eine Bastelschere. Heute braucht ihr mal Butterbrotpapier. Das ist so ein bisschen durchsichtig. Und ihr braucht ein normales Stück weißes Papier. Ja, aber bevor es überhaupt heute losgeht, möchte ich euch erstmal zeigen, wen ich euch heute mitgebracht habe. Ich habe euch heute nämlich eine Monsterlaterne mitgebracht. Dieses Monsterchen kann echt gut leuchten. Und besonders im Dunkeln ist es ziemlich unheimlich. Naja, na gut, na dann wollen wir einfach mal zusammen loslegen. Als erstes nehmen wir unsere ausgewaschene Milchtüte und drehen den oberen Verschluss einfach mal ab. So, dann nehmen wir hier unsere Laschen und ziehen sie erstmal an beiden Seiten hoch. So, einfach erstmal hochklappen. Dann brauchen wir unser Stück weißes Papier. Dieses weiße Papier müssen wir jetzt um unsere Dose herumkleben. Als erstes nehmen wir unser Papier und legen es um unsere Dose herum. So, legen wir unsere Dose rauf. Und damit es gut hält, fixieren wir das erstmal mit Tesafilm, bevor wir es weiter ankleben. Wir nehmen also unser Tesafilm und kleben unser Papier an der Dose erstmal fest. Einmal, wir nehmen nochmal, wir kleben es ran und wir kleben es nochmal ran, sodass es schön fest ist. Dann drehen wir alles wieder zurück, nehmen unseren Kleber und machen hier Kleber auf unsere Dose rauf. So. Und dann drehen wir unsere Dose einfach auf unser Papier rauf und drücken es schön fest. Jetzt müssen wir hier alles voll Kleber machen. So. Schön Kleber rauf machen. Und die Dose wieder schön weiter drehen. So. Und wieder schön festdrücken. Das gleiche machen wir jetzt weiter. Wieder schön Kleber an die Dose ranmachen. Und wieder schön rundherum drehen. Und schön wieder drücken. Und weiter geht es. Schwupp, schwupp, schwupp. Schnell den Kleber rauf. Und wir drehen wieder unsere Milchdose. So. Rangedrückt. Schön festgedrückt. Und das letzte Stück nehmen wir auch hier wieder mit Kleber alles schön voll. Zack, zack, zack. Rangeklebt. So. Und damit es gut hält, können wir einfach nochmal ein bisschen Tesafilm ranmachen, damit es nicht aufgeht. So. Und schon ist unsere Milchdose rundherum beklebt. Jetzt haben wir unten so ein bisschen überschüssiges Papier, das schneiden wir bitte ab, einfach in den Ecken reingeschnitten, zack, und schwupps, und dann können wir das überschüssige Papier einfach abschneiden. Das brauchen wir nicht mehr. So, einfach abschneiden, schwupps, auf jeder Seite, schwupps, nochmal, schwupps, und wieder schön abschneiden. So, dann sind wir schon mal so weit richtig gut fertig. So, jetzt müssen wir so ein bisschen an unserem Monsterchen rumformen. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen unsere Dose ein wenig drücken. So ein bisschen die Hände nehmen, die Finger so ein bisschen drücken. Dann den Karton so ein bisschen hochdrücken. So ein bisschen. Es muss jetzt ein bisschen geformt werden, unsere Dose. So.
bisschen hochnehmen. Das sollen ja jetzt hier unsere Ohren werden. So, unsere Ohren schön festhalten. Und dann müssen wir wiederum den Karton ein bisschen eindrücken. So, sodass die Ohren wieder gut rauskommen. Das müssen wir jetzt ein bisschen modellieren. Ein bisschen wieder reindrücken. Und die Ohren wieder rausdrücken. So, wieder ein bisschen nehmen und die Ohren rausdrücken von unserem Monsterchen. Hier ein bisschen reindrücken. So, und dann formen wir einfach unsere Ohren. So. So. So, sieht man schon die Ohren von dem Monsterchen. So, jetzt müssen wir noch so ein bisschen am Kopf rumformen. So, dass wir so den Kopf von unserem Monsterchen hinkriegen. So, man sieht es eigentlich schon. Soweit ist die Grundform von unserem Monsterchen schon fertig. Jetzt müssen wir noch an unsere Augen, an den Mund und an den Füßen ein wenig arbeiten. So, dafür nehmen wir wieder unseren Stift. Und jeder kann ja sein Monster wieder so gestalten, wie er es schön findet. Ich gebe immer nur eine kleine Bastelvorlage. Also ich habe als erstes erstmal die Augen von dem Monsterchen gemalt. Einfach mal so rund. So, ein Monsterauge. Und dann noch so ein Monsterauge. So, noch ein Monsterauge. So, dann habe ich die Nasenlöcher mir gemalt. So. Und dann kommt auch eigentlich schon der Mund von dem Monsterchen. Den kann ja auch wieder jeder so machen, wie er ihn schön findet. Einfach so einen lachenden Mund. So. Ja. Und dann einfach wieder so runter ein bisschen. So. So. Und dann kann man noch lustige Zähne reinmalen, habe ich gemacht in dem Fall. Lustige Monsterzähne. Und dann noch hier unten habe ich so eine Dreiecksfüße gemalt. Kann man sich einfach wieder so einen Punkt fixieren und dann macht man sich einfach so eine Dreiecke, wenn man möchte. So. So. Das gleiche macht man noch auf der anderen Seite. Macht man sich auch noch mal so eine Dreiecksfüße, fixiert man sich wieder so einen Punkt und malt sich so eine Dreiecke auf für die Füße. So. So, und dann muss man seine spitze Schere nehmen und jetzt müssen wir das erstmal alles ausschneiden. Aufgepasst wieder beim Reinpieken, dass man sich nicht verletzt. Einfach ins Auge reinpieken und einfach aufschneiden. So einmal schwupp schwupps rundherum. So. So, das erste Auge ist schon fertig. Jetzt kommt das zweite Auge. Einfach reinpieken. Und rundherum einfach aufschneiden. So. So. Schön rundherum. Und dann ist schon, schwupps, das zweite Auge fertig. So. Da muss noch der Mund geschnitten werden. Da auch wieder reinpieken. Und schön rumrum schneiden. So. So, dann bin ich schon gleich an den Zähnen von meinem Monsterchen. So, zick. Und zack. So. Und zick. Und zack. So.
es schon. Der Mund ausgeschnitten von meinem Monsterchen. So, muss ich noch wieder die Zähne schneiden. So, dann sieht es schon so aus. So, dann noch die Dreiecke hier unten ausgeschnitten. Zack. Schwupps. Dreieck ausgeschnitten. Das andere mache ich hier noch auf. Hier nochmal hoch. So, wenn jetzt hier, so wie bei mir, ein bisschen Papier abgeht, ist nicht so schlimm, einfach wieder rankleben. So, und dann muss ich hinten auch noch ausschneiden. Die letzten zwei Dreiecke einfach wieder reinkriegen. So. Und hier rein. So. Und das letzte Dreieck nochmal. Schwupps, schwupps. Und schwupps. So. Dann sieht es erstmal so weit aus. So, damit wir es weiter gestalten können, nehmen wir jetzt unser Butterbrotpapier. Mit diesem Butterbrotpapier, das ist ja so ein bisschen durchsichtig, das kleben wir jetzt auf die Vorderseite wieder auf. Das heißt, wir falten mal unser Butterbrotpapier in der Mitte zusammen. So. Einmal zusammengefaltet. Und wieder aufgeklappt und in der Mitte auseinanderschneiden, bitte. So. So, schlups, schlups, schlups. So. Und dann müssen wir das Butterbrotpapier jetzt hier raufziehen. Das heißt, wir nehmen wieder unseren Kleber und machen die Vorderseite jetzt mit Kleber bitte voll. Schön überall Kleber ran. So. Alles schön aufmachen, zack, zack, zack. So. So, dann nehmen wir unser Butterbrotpapier und kleben es hier schön drauf. So. Schön rangedrückt. Schön fixieren. Schön festdrücken. Schön festdrücken. So, und alles, was überschüssig ist, brauchen wir nicht mehr. Das bitte alles abschneiden. So, das kann alles abgeschnitten werden. So, alles abschneiden. So, so dann sieht es so aus. Und dann haben wir ja hier hinten noch den Rest. Dann brauchen wir jetzt ja nur noch so ein Stückchen. Da falten wir uns einfach so ein Stück Papier ab. Schneiden es uns ab. So, haben wir so ein Stück. Dann machen wir hier wieder uns Kleber drauf. So. Und kleben das Papier. So. Und alles, was wieder überschüssig ist, schneiden wir wieder ab. Das brauchen wir nicht mehr. Ja. Ja. Dann ist das erstmal soweit geklebt. Jetzt kann das Monster schön bemalt werden. Das Schöne ist bei diesem Butterbrotpapier, dass man das so farbig gestalten kann, wie man möchte. So wie ich in dem Fall. Man kann sogar schön auf den Augen drauf malen. Ja, und zum Schluss brauchen wir noch die Kappe von unserem Milchkarton, weil der ist nämlich super für so einen Laternenstab. Das können wir nämlich so ranmachen und dann hält es. Das heißt, du nimmst hier deinen Verschluss, vorsichtig natürlich. Du musst ihn ein bisschen aufschneiden. Das ist ein bisschen schwierig, ein bisschen hochschneiden. Und ein bisschen, hier ist genau so ein Mittelpunkt, bis zum Mittelpunkt musst du dann hochschneiden. Vielleicht lieber eine bisschen stärkere Schere nehmen, vorsichtig, nicht verletzen. So ungefähr bis zur Mitte. Ja. Und dann kann man das hier wunderbar einhaken. Ich habe das hier schon mal eingehakt. Ja, das ist nämlich super.
Dann kann man nämlich den Laternenstab, den man hat, direkt hier reinmachen. So. Und zuschrauben. Und dann hält es nämlich. Und dann ist es nämlich sozusagen ein Leuchter. Transportfähig. Ja. Und dann ist das Monsterchen sozusagen bereit zum Anmalen, so wie du es schön findest. Ja. Wir sind dann erstmal soweit fertig. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr habt jetzt Lust, so Monsterchen zu basteln. Das würde mich echt freuen. Denn alle Monsterchen, die hier bei uns ankommen, dürfen natürlich in unserem nächsten Video mitleuchten. Also wenn du Lust hast, schick mir doch dein selbst gebasteltes Monsterchen unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse vorbei. Dann kannst du auf jeden Fall mitleuchten in meinem nächsten Video. Ja, und solltest du noch weiterhin Spaß bekommen haben, mit mir zu basteln, dann geh doch einfach mal auf meine Playlist Kreative Tiere oder abonnier doch einfach mal meinen Kanal, dann hast du immer die aktuellsten News. Ansonsten würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben freuen. Na dann, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!